So, jetzt darf ich unsere beiden Referenten bitten, die Mikros anzuschalten. Für Sie als Teilnehmende gilt, Sie können gerne Fragen im Chat stellen, die wir dann im Nachgang zu diesen beiden Kurzvorträgen jeweils 10 Minuten beantworten werden. So, und jetzt übergebe ich hoffentlich erfolgreich an Herrn Dr. Ralf Pitzenka. Ja, hallo, schönen guten Tag alle, auch von meiner Seite. Dann versuche ich mal hier den richtigen Bildschirm zu teilen. Genau, dann kann es auch losgehen, genau mit meinem Vortrag zum Thema Pappelweiden und Robinien in der Landwirtschaft und warum diese einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Produktion von Biomasse für die stoffliche und energetische Nutzung leisten und in der Zukunft noch viel mehr leisten können. Klimaschutz ist in aller Munde, insbesondere natürlich Einsparung oder Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Das hängt natürlich unmittelbar mit der Nutzung erneuerbarer Ressourcen zusammen, die mehr und mehr dort eine wichtige Rolle spielen. Das gerade frisch erhöhte Ziel, was Treibhausgasemissionen betrifft, von 2030 also um 65% unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren im Vergleich zu 1990, wurde ja jetzt quasi eben entsprechend erhöht. Bis 2045 sollen wir sogar treibhausgasneutral sein. Wenn wir dem mal gegenüberstellen, was wir bisher erreicht haben, also wir haben so, man könnte fast sagen, in diesem Fall dank Corona die Emissionen um 41% reduziert. Da klaffen aber noch circa 25%, die wir in den knapp nächsten 10 Jahren erreichen müssen. Dann kann man sagen, gut, braucht man noch fünfmal eine Pandemie. Das möchte aber niemand. Insofern müssen wir uns doch deutlich hier noch anstrengen, im Bereich energetische Nutzung auf erneuerbare Ressourcen umzusteigen. Wind und Sonne ist da natürlich, wenn es um Strom geht, in aller Munde. Aber auch Holz leistet hier schon seit langer Zeit immer einen wichtigen Beitrag für die Energieversorgung. Im Rohstoffbereich wird das dann natürlich oder fokussiert sich das natürlich noch intensiver, insbesondere auf Holz, was vorwiegend aus der Forst kommt, aber zukünftig auch mehr aus der Landwirtschaft kommen kann, wenn ich an solche Anwendungen denke, wie hier zum Beispiel Holz, das zu Fasern aufbereitet wird, für Dämmstoffe, Holz für Verbundwerkstoffe, für Faserwerkstoffplatten oder eben auch für Grundchemikalien. Da ist in einem speziellen Bereich zum Beispiel Holz inzwischen schon mit ein wesentlicher Grundstoff und Bindeglied wieder zur energetischen von erneuerbaren Ressourcen, weil die Mengen an Flugbenzin, die wir aus erneuerbaren Ressourcen einsetzen, die sind im Wesentlichen holzbasiert und fliegen, das kann man sich wahrscheinlich leicht vorstellen, ist nicht so einfach mit Wind, und Sonne und Strom gemacht. Sprich, der nachhaltige Anbau von Biomasse aus der Landwirtschaft wird hier zukünftig eine größere Rolle spielen müssen, wenn Sie sich im Hinterkopf nochmal behalten, dass ja gerade auch unsere Wälder, wo eben ein großer Anteil der Ressourcen bisher herkommen, auch unter dem Klimawandel leiden. Und ja, das sehen wir ja jetzt schon, weniger Holz Stück für Stück zur Verfügung steht und die Holzpreise gerade aktuell drastisch beim Steigen sind. Da können an dieser Stelle Kurzumtriebsplantagen und Agroforstsysteme als Produktionssysteme, die sehr schnell holzartige Biomasse produzieren können, aushelfen. Sehr schnell deshalb. Diese vierjährigen Pappeln sind in dieser Zeit oder haben eine Wuchshöhe von 6 bis 8 Metern erreicht. Dazu mal im Vergleich: auf unserem Sandboden gewachsene Kiefer wächst etwa 1 Meter. Die Kiefer liefert natürlich ein anderes Holz, aber nicht für alle Anwendungen. Gerade die, die ich eben gezeigt habe, brauchen sie immer hochwertiges Bauholz. Dieses schnell wachsende Holz wird bei uns in sogenannten Kurzumtriebsplantagen angebaut, also Flächen von 1 bis, ich sag mal, 5 Hektar Größe, wo in solchen Reihen die Bäume gepflanzt werden und dann mit entsprechenden dafür ausgelegten automatischen Erntesystemen zu Hackschnitzeln verarbeitet, gehäckselt werden und dann genutzt werden können. Eine weitere ökologisch sehr interessante Form ist natürlich die, auf die mein Kollege Herr Dr. Böhm dann intensiver eingehen wird, dass ich das Holz nicht so flächig anbaue, sondern in Streifen, in sogenannten Agroforstsystemen anlege.
Warum gerade Pappelweiden und Robinien? Weil diese auch unter unseren Standortbedingungen hier in Brandenburg, Sandboden, wenig Niederschlag, sehr stabile und relativ hohe Erträge zeigen. In unseren Versuchen haben wir hier zum Beispiel mit Pappel über 25 Jahre Erträge von 10 Tonnen Trockenmasse pro Hektar und Jahr generieren können. Wie gesagt, auf einem eigentlich armen Brandenburger Standort. Sie müssen diese Bäume nur im ersten Jahr pflanzen, im ersten Jahr noch ein bisschen den Unkrautdruck kontrollieren, da die Bäume etwas langsamer wachsen als das Beikraut. Und dann in den Folgejahren können Sie diese Feldkultur mindestens für 25 Jahre nutzen, indem Sie sie regelmäßig in Abständen, sagen wir, von 3 bis 5 Jahren ernten. Wichtiger Kosten- und Umweltfaktor ist, dass Sie bei diesen Pappeln und Weiden selbst auf Sandstandorten komplett auf Pflanzenschutz und Düngung verzichten können. Sie sind hinsichtlich Erntezeitraum sehr flexibel. Sie müssen nicht jedes Jahr ernten. Standard ist frühestens alle 3 Jahre, mindestens einmal in 20 Jahren. Und die Ernte findet im Winter statt, was für den Landwirt hinsichtlich Arbeitslastspitzen auch ein interessanter Vorteil ist. Das Ganze zusammen ist also eine Form der sehr extensiven Flächenbewirtschaftung, weil Sie, wie gesagt, im ersten Jahr die Fläche anlegen und dann eigentlich nur noch, ich sag mal, bei uns im Schnitt alle 5 Jahre einmal zum Ernten kommen und dazwischen die Flächen komplett in Ruhe lassen mit vielen Vorteilen für Flora und Fauna. Sie haben, weil Sie komplett auf Düngung verzichten können, wesentlich geringere Stickstoffausträge. Das sind gut 80% weniger, als Sie das in der konventionellen Landwirtschaft, Getreideanbau zum Beispiel, haben. Und gleichzeitig zur oberirdisch genutzten Biomasse, die als Baum wächst und geerntet wird, haben Sie unterirdisch intensives Wurzelwachstum unter solchen Plantagen. Dadurch wird Kohlenstoff im Boden gespeichert. Auf unseren Flächen haben wir hier Kohlenstoffspeicherungen zwischen 1,5 und 1 Tonne organischem Kohlenstoff pro Hektar und Jahr gemessen. Das Ganze ist ein anerkanntes Landwirtschaftssystem, für den Landwirt also beihilfefähig. Und in Zeiten des Klimawandels noch ein interessanter Aspekt für uns, der sich in den letzten Jahren herausgestellt hat, wenn wir hier das Dürrejahr 2018 mal nehmen. Da haben wir am Anfang gedacht, das war sehr unglücklich gewählt, weil wir da 10 Hektar neue Plantage angelegt haben und dachten, das wird mit diesem wenigen Niederschlag überhaupt nichts. Aber Sie sehen hier, im August hatten die Pappeln, die auch in diesem trockenen Jahr angepflanzt wurden, eine Wuchshöhe von 2,30 Meter erreicht. Die haben das also selbst in diesem Anfangsstadium sehr gut überstanden. Der Mais auf dem Nachbarfeld, der war im August zur selben Zeit etwa 1 Meter hoch und eigentlich im Wesentlichen vertrocknet. Ja, wir versuchen also in unserer Forschung hier dieses spannende Anbausystem oder diese spannende Verfahrenskette weiterzuentwickeln. Da hat sich in den letzten Jahren im Bereich Anbau, Pflege sehr viel getan. Da gibt es inzwischen automatisierte Systeme, mit denen gepflanzt wird. Im Bereich Erntetechnik haben wir eine neue Erntemaschine, die dem Landwirt mehr Flexibilität hinsichtlich Ernte leistet, entwickelt, gemeinsam mit einem Industriepartner. Lagerung, Trocknung, Aufbereitung ist ein großes Thema, wo wir mit unterschiedlichsten Forschungsthemen unterwegs sind, bis hin zur Verwertung, wo natürlich die energetische Nutzung, Stand der Technik ist, gut funktioniert, allerdings auch nicht so verbreitet ist. Und wir versuchen das, um weitere Varianten der stofflichen Nutzung zu ergänzen. Zu den Verfahrensketten gerade, was sich da hinsichtlich stoffliche Nutzung machen lässt, hat sich in den letzten Jahren auch erfreulich viel entwickelt. Sag mal, der Standard ist natürlich immer noch hier diese untere Kette, die wärmetechnische Nutzung oder Stromerzeugung, zum Beispiel in Kofeuerung in großen Heizkraftwerken. Inzwischen lassen sich, Moment, über die richtigen Verfahren, aber im Bereich Faseraufschluss aus solchen Hackschnitzeln auch Faserstoffe herstellen, die als Torfersatz oder Dämmstoff dienen. Sie können aus diesen Faserstoffen hochsaugfähige Einstreupellets herstellen oder Hackschnitzel eben auch zur Herstellung von Plattenwerkstoffen einsetzen. Wir sind ja ein Forschungsinstitut, deshalb möchte ich Sie mit unseren Forschungsthemen ja auch nicht komplett verschonen. Lagerung ist bei uns ein wichtiges Thema für die Hackschnitzel, aber eigentlich haben diese Problematik, dass große Biomassemengen, die Sie ernten, natürlich immer Wasser enthalten und diese Biomasse dann durch mikrobiologische und chemische Abbauprozesse Veränderungen unterliegt und vor allen Dingen Sie bis zu 25% Trockenmassverluste während dieser Lagerung erfahren können. Das haben alle Biomassen gemein. Diese Prozesse versuchen wir hier über solche Lagermonitoring-Systeme besser zu verstehen, um entsprechende Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel so eine sensorgesteuerte Trocknung, etablieren
etablieren zu können und qualitätserhaltend hier hochwertige Hackschnitzel zur Verfügung stellen zu können. Ein anderes wichtiges Thema für den Landwirt ist natürlich auch und für die Umwelt, was passiert in den Flächen, wenn ich dort Bäume anbaue und vor allen Dingen, wenn ich nach 25 Jahren beschließe, sie wieder in normale Ackerflächen umzuwandeln. Hier haben wir im Forschungsfarm Postkop eine 25 Jahre alte Fläche mit Pappeln bewachsen, die mit Pappeln bewachsen war, umgebrochen und beschäftigen uns dort mit den Veränderungen im Bodenhumus und der Kohlenstoffspeicherung in dem Boden über die nächsten Jahre nach dem Umbruch, um zu sehen, welches Potenzial zur Kohlenstoffspeicherung haben solche Kurzumtriebsplantagen und Agroforstsysteme. Wir betreiben nicht nur Forschung, sondern sind auch im Bereich der praktischen Nutzung von Hackschnitzeln bei uns am Institut aktiv. Im Zusammenhang mit einem Neubau bei uns am Institut konnten wir erfreulicherweise auch eine 500 kW Hackschnitzelheizung aufbauen. In dieser Hackschnitzelheizung werden die Hackschnitzel von unseren Forschungsplantagen zur Wärmebereitstellung genutzt und mit dieser Hackschnitzeln sind wir in der Lage, unsere werbebedingten CO2-Emissionen um gut 50% zu reduzieren. Und dass das ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz ist, will ich hiermit nochmal verdeutlichen mit einem Blick auf unseren Energieverbrauchsmix in Deutschland. Wir reden alle immer intensiv über erneuerbare Energie im Strombereich, vielleicht auch im Verkehr, aber über Wärme wird da selten geredet. Wenn Sie aber sehen, dass eigentlich der Löwenanteil mehr als die Hälfte unseres Energiebedarfs, der liegt im Bereich Wärme und Kälte. Und hier, wenn wir sagen, mit der Nutzung von Holz für die Energieversorgung steht da bereits jetzt ein gut funktionierendes, automatisches, umweltfreundliches System zur Verfügung. Und mit einem wichtigen Vorteil gegenüber vielen anderen Dingen, Wind und Sonne, Bioenergie ist bereits jetzt speicherbar und grundlastfähig. Ja, ganz zum Abschluss kann man sich natürlich fragen, weshalb haben wir nur 7.000 Hektar Kurzumtriebsplantagen und Agroforstsysteme in Deutschland und nicht schon 700.000? Es gibt natürlich auch zahlreiche Probleme für den Landwirt. Es ist ein großer Schritt von normalen annuellen Kulturen auf solche Bäume auf seinen Feldern, die nächsten 25 Jahre dort stehen, zu wechseln. Es gibt natürlich noch verfahrenstechnische Probleme, die zu lösen sind, aber auch fördertechnische Probleme, wie zum Beispiel, dass die Wärmenutzung oder Energie Bereitstellung aus solchen Hackschnitzeln über das EEG kaum gefördert werden, bis hin zu dem für mich sehr spannenden System, Agroforstsysteme, das eigentlich, ich sage mal, ökologisch Kurzumtriebsplantagen noch weiter gedacht darstellt, dass das bisher in Deutschland gar nicht förderfähig ist. Und damit bedanke ich erstmal an der Stelle mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte jetzt unmittelbar an meinen Kollegen, den Herrn Dr. Böhm, übergeben, der gerade zu diesem System, Agroforstsystem, Ihnen jetzt mehr berichten kann. So, dann stoppe ich mal meinen Beitrag hier und genau, Christian, jetzt kannst du teilen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin zu hören und die Folien sind gut zu sehen. Ich habe die Möglichkeit und die Ehre, jetzt nochmal diese Aspekte, die der Ralf Bezenker gerade vorgetragen hat, nochmal ein bisschen anderen Blick zu geben, und zwar eher auf einen ökologischen Blick oder auf Wirkungen, die solche Bäume, schnell wachsende Gehölze auch in der Landwirtschaft, in der Landschaft haben können. Und als allererstes möchte ich ganz kurz noch mal eine Abgrenzung machen, was denn überhaupt Agroforstwirtschaft ist. Also wir verstehen darunter Ackerkulturen oder Grünland, zum Teil auch mit Weidetierhaltung und in Kombination mit Gehölzen. Es ist also immer eine Kombination aus Gehölzen und anderen Kulturen, die auf einer Fläche angebaut und eben auch genutzt werden. Und demzufolge können wir das auch ganz gut abgrenzen. Einmal zu großflächigen Kurzumtriebsplantagen zum Beispiel, die ja als formal als Dauerkultur gelten, aber auch zu Landschaftselementen oder auch zu Gehölzen in der Landschaft, die einen besonderen Schutzstatus innehaben und die zum Beispiel ein Beseitigungsverbot haben und sozusagen auch nicht genutzt werden können. Bei Agroforstgehölzen ist die Nutzung und die Produktivität also auch immer ein Teil des Systems. Und im Prinzip gibt es jetzt außer diesen schnell wachsenden Baumarten, die es heute besonders geht, eine ganze große Vielzahl an unendlichen Kombinationsmöglichkeiten, je nachdem, was für Verwertungsziele im Vordergrund stehen oder eben auch für Ziele auf der Fläche, die zu erreicht werden sollen, wie Erosionsschutz und andere Dinge.
Und so gibt es natürlich eine große Kombinationsmöglichkeit und demzufolge, wenn man sich das vorstellt, in der Landwirtschaft würden viele solche Systeme etabliert werden, würde es auch zu einer großen Strukturvielfalt auf der Fläche führen. Ich möchte aber heute mal rechts unten dieses Bild etwas näher betrachten. Das ist nämlich ein solches System, eigentlich eines der einfachsten Agroforstsysteme. Wir haben also eine Ackerkultur und eine Gehölzkultur. In dem Fall sind hier Pappeln angebaut. Und die Gehölzstreifen haben hier eine Breite von ungefähr 8 bis 10 Metern und die dazwischenliegenden Ackerbereiche haben hier in diesem System eine Breite von im Mittel 50 Metern. Wir haben auch noch engere und breitere Abstände, aber diese 50 Meter sind hier links ganz gut zu sehen. Ja, und aufgrund dieser Wechsel des Anbaus erreichen wir verschiedenste Dinge gleichzeitig. Und das ist eigentlich der große Vorteil der Agroforstwirtschaft. Wir können auf der einen Seite, wie der Ralf Witzenker gerade erläutert hat, Holzbiomasse produzieren und somit also nachwachsende Rohstoffe erzeugen. Und wir können auf der anderen Seite natürlich auch dadurch einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem hier Kohlenstoff ober- und unterirdisch gebunden wird, indem wir aber auch, wenn es zum Beispiel energetisch genutzt wird, fossile Energieträger einsparen können. Wir können aber gleichzeitig in so einem System eben auch Nahrungs- und Futtermittel produzieren über die ganz gewöhnlichen Ackerkulturen, die hier angebaut werden. Und aufgrund dieser Gehölzstreifen erreichen wir sogar auf vielen Flächen eine höhere Produktivität und dann auch eine höhere Klimaresilienz. Beides hängt eng miteinander zusammen. Gleichzeitig erreichen wir über solche Systeme, dass wir den Abtrag des Bodens durch Wind, aber ein Hängen auch durch Wasser nahezu vollständig reduzieren können. Wenn wir also einen Großteil dieser Systeme in Deutschland hätten, hätten wir eigentlich gar kein Problem mehr mit Bodenabtrag. Das kann man ganz einfach so zusammenfassen. Ein ganz großes Problem gelöst, auch eben für zukünftige Landwirtschaft, weil der Erhalt des Bodens ja ein ganz wichtiges Kriterium ist, um die Fruchtbarkeit und auch Ertragsfähigkeit der Böden zu erhalten. Gleichzeitig haben wir auch Messungen durchgeführt in den Gehölzstreifen im Vergleich auch zu den Ackerbereichen. Und wir könnten also feststellen, dass der Austrag von Nitrat und anderen Stoffen in das oberflächennahe Grundwasser deutlich eingeschränkt ist, wenn man die Gehölzstreifen so anordnet, dass sie entgegen der Grundwasserfließrichtung sind. Da haben wir aktuell ein Projekt dazu laufen. Dann kann man sich sogar vorstellen, dass man hier auch flächenmäßig positive Beiträge für den Grundwasserschutz leistet. An Gewässerrändern sowieso, also Gehölze an Oberflächengewässern, leisten jetzt auch schon große Beiträge für eine Sauberhaltung dieser Gewässer. Gleichzeitig dienen diese Gehölzstreifen aber auch als Rückzugszonen für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Je nachdem, wie die eben ausgestaltet sind, erhöhen sie also hier die Strukturvielfalt. Und mit dem Bild möchte ich nochmal zeigen, dass auch dieses Landschaftsbild durchaus durch solche Systeme positiv beeinflusst werden kann. Wir sehen hier im Vordergrund auch solche Energieholzstreifen, hier ist Rubinie und Weidemal im Wechsel angeordnet. Und Sie können auch sehen, dass bestehende Landschaftselemente, wie hier dieser kleine Baum und diese Heckensysteme, gut kombiniert werden können und dass also diese Agrarholzstreifen auch in ein Landschaftsbild integriert werden kann und demzufolge auch im Biotopverbund geschaffen werden kann. Ja, wir haben jetzt auch Systeme etabliert, die eine Kombination aus diesen schnell wachsenden Baumarten mit anderen Baum- und Straucharten haben. Hier nutzen wir zum Beispiel in diesem Streifen die schnell wachsenden Pappeln und Weiden als eine Art Vorwald, wie man es auch aus der Forstwirtschaft kennt und die hier langsam wachsenden Baum- und Straucharten, in dem Fall sind das Esskastanie, Baumhasel, Feldahorn und Holunder und Felsenbirne, die hier noch zwischenwachsen, die haben also in diesem Schutz bessere Wuchsbedingungen und so kann man da also auch noch innerhalb eines Streifens verschiedene Strukturen aufbauen. Ja, und ein Aspekt, der neben dem Holz auch immer noch ganz interessant ist, auch wirtschaftlich interessant sein kann, sind eben auch Nebenprodukte der Gehölze, beispielsweise Honig, wie hier, da ist die Rubine ganz gut geeignet für die Honigproduktion. In Bayern hat man mal ausprobiert, in den Pappelstreifen auch andere Pflanzen anzubauen. In dem Fall ist das mal Bärlauch gewesen. Da muss man natürlich eine gewisse Grundbodenfeuchte haben, aber man könnte hier auch eine Mehrfachnutzung des Bodens hinbekommen. Oder ob man die Weidenblätter nun für pharmazeutische Zwecke nutzt oder auch hier, was bei uns in der Region in Südbrandenburg eine Firma sich damit befasst, das ist der sogenannte Pappelflaum, also das, was die Pappelfrucht am Ende ist, die wird genutzt als Füllstoff für Jacken oder für Bettdecken
weil sie eben sehr gute Wärmeeigenschaften besitzt. Also sehr interessante Nutzungsmöglichkeiten, die eben noch ein Ausbaupotenzial haben. Und neben diesen wirtschaftlichen Aspekten, wie gesagt, gibt es auch die ökosystemaren Aspekte von großer Bedeutung. Ich habe mich mal jetzt in einen Gehölzstreifen reingestellt sozusagen und man sieht schon gegenüber an den nächsten Gehölzstreifen und genau das ist eben der Vorteil, den viele Tiere haben, wenn diese schnell wachsenden Baumarten in Form von Agroforstsystemen angebaut werden. Wir haben also diesen Wechsel zwischen Gehölzkulturen und Ackerkulturen und viele Tiere können eben Räume von 200, 300 Metern, und das ist ja für viele Ackerbereiche keine Seltenheit, nicht überschreiten, die sind also zu weit entfernt. Deswegen sind solche Systeme, wo in 50, 60 Meter der nächste Gehölzstreifen kommt, eben sehr gut geeignet, um solche Tierarten auch hier ansiedeln oder dass die hier einen Lebensraum finden. Die Randbereiche, das sind für die Biodiversität ganz wichtige Bereiche, die immer mehr fehlen und das auch ein wichtiger Grund sind, weswegen wir so einen Rückgang in der Artenvielfalt in der Landwirtschaft haben. In diesem Bild sehen Sie mal den Randbereich gar nicht irgendwie beeinflusst und trotzdem können hier Brachevegetation sich ansiedeln. Man könnte sich auch vorstellen, dass man diesen Streifen noch etwas weiter fasst, dass man zum Beispiel auch hier einen Blühstreifen anlegt. Das haben wir auch schon in der Praxis ausprobiert. Aber selbst wenn er so gar nicht behandelt wird, ist es für viele Tierarten, die man gar nicht oft sieht, vorteilhaft. Das, was man sieht, ist zum Beispiel der Feldhase. Hier mal ein Bild mit unserer Nachtbildkamera aufgenommen, der auch von diesen Gehölzstreifen eben profitieren kann. Und als letztes, der Ralf Pitzenka hat es vorhin schon angesprochen, ist der Begriff der Klimaanpassung, Klimaresilienz schaffen. Da möchte ich noch eine Untersuchung aus einer Fläche vorstellen, die wir hier in Südbrandenburg haben. Ein 40-Hektar-Schlag, der mit solchen Agroforststreifen hier belegt worden ist. Und da haben wir unter anderem Verdunstungsmessungen durchgeführt. Das heißt, auf der einen Seite immer auf eine Referenzfläche, die da benachbart ist, genutzt und haben da oberhalb der Aquakultur im 24-Stunden-Rhythmus immer gemessen, wie viel Wasser durch Wind und Sonneneinstrahlung verdunstet. Und auf der anderen Seite haben wir das auch im Agroforstsystem gemacht, da aber zwischen zwei Gehölzstreifen in unterschiedlichen Abständen. Deswegen sind hier mehrere Balken zu sehen. Und zwar, wenn man sich hier in so einen Streifen stellt, 3, 9, 15 Meter in der Mitte, das ist also knapp 50 Meter breit gewesen, die 24 Meter und dann auf der rechten Seite nochmal 3 und 9 Meter. Und was Sie, glaube ich, ganz gut sehen können, ist, dass diese Balken im Agroforstsystem deutlich niedriger sind als auf der Referenzfläche. Das bedeutet, dass hier die potenzielle Verdunstung geringer war, also weniger Wasser durch Verdunstung verloren gegangen ist, mehr Wasser den Ackerkulturen zur Verfügung steht, was sich dann auch wiederum in eine höhere Produktivität, also in höhere Erträge der Ackerkultur äußert. Die habe ich heute nicht dargestellt, aber solche Untersuchungen haben wir hier auch gemacht. Wir konnten also feststellen, dass wir auf dieser Fläche ungefähr 20-25% weniger potenzielle Verdunstung haben, je nach Witterung und je nach Tag. Aber im Mittel kann man das so ungefähr zusammenfassen. Und dass wir dann Erträge zwischen oder mehr Erträge zwischen 8-20% haben. Also man kann sogar die Gehölzstreifen teil- bzw. bei manchen Kulturen und Jahren konnten wir sogar vollständig die Fläche der Gehölzstreifen kompensieren. Ja, und dem bin ich sozusagen am Ende. Wenn Sie noch mehr Interesse haben an diesem Thema, dann möchte ich Sie gerne einladen zu unserem Achtung vor dem Agroforstsysteme, was Ende September in Bernburg stattfindet. Und noch einmal ein Hinweis auf den Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft, wo ich ja auch tätig bin, der eben auf seiner Internetseite auch Informationen, Bildung und Angebote hat und eben auch zur Vernetzung innerhalb dieses Themas beitragen möchte. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an Herrn Böhm, unseren letzten Referenten, aber natürlich auch an Herrn Pitzenka, den ersten Referenten. Wir haben auch schon die ersten Fragen im Chat. Vieles ist ja wirklich, viele Vorteile sind genannt worden. Man wundert sich, dass man Agroforstsysteme nicht häufiger findet, gerade in unserem Flächenland Brandenburg, bei all diesen Vorteilen auch angesichts des Klimawandels. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen an die Basics zu Kurzumtrieb. Was heißt es? Es gibt hier zwei Fragen, die beziehen sich darauf, was passiert mit dem Wurzelwerk? Wie tief reicht das? Beeinflusst das Wurzelwerk von der vorübergehenden Ernte die nächsten gepflanzten Bäume? Ralf, könntest du vielleicht noch mal ein bisschen was zum Kurzumtrieb erläutern? Einmal gepflanzt und dann? Ja, genau. Das war vielleicht auch nicht ganz klar, eben, dass normalerweise, ich muss wirklich bloß im ersten Jahr in den Ackerboden solche Stecklinge einpflanzen. Die sind so
25 Zentimeter hoch in den vorbereiteten Ackerboden. Gepflügt, gegrubbert, werden die reingesteckt. Daraus treiben dann die Bäume aus, die ich dann anschließend alle 4 Jahre, ich sag mal, bloß oberirdisch abernte, häcksel, zu Hackschnitzeln verarbeite. Oder wenn ich die Bäume stofflich nutzen will, kann ich sie natürlich länger stehen lassen und als Stammware ernten. Die Wurzeln, die Frage, die taucht dann auf, wenn ich die Fläche wieder rückumwandle in eine normale Ackerfläche, so wie wir das ja in dem einen Forschungsvorhaben gemacht haben, wo wir hinterher wieder Mais drauf anbauen. Dann ist das natürlich interessant, ich sag mal, für die normalen landwirtschaftlichen Prozesse auf dem Acker dann. Pflügen, grubbern, stören da die Wurzeln? Die stören nicht, weil im Rahmen dieser Rekultivierung der Fläche wird die Fläche etwa 30 Zentimeter tief gefräst. Quasi die gesamten Wurzelstöcke zerkleinert. Da blieb auf unserer Fläche dann eine Art Faserstoff übrig, der in den Boden mit eingearbeitet wurde. Das hat dazu geführt, dass sich der Bodenkohlenstoffgehalt bei uns etwa verdoppelt hat. Die Frage ist, wie lange bleibt das so? Aber dadurch, dass ich die ganze Flugsohle vom Prinzip durchgearbeitet habe, stören die Wurzeln überhaupt nicht. Selbst wenn ich hinterher wieder Bäume pflanzen will, die Stecklinge sind ja auch nicht so weit, dass das dann in die Reste der Wurzelstöcke, die tiefer liegen, reinreichen würde. Vielleicht gleich noch eine Frage im Nachgang. Welche Arten nehmen Sie bei Pappeln und Weiden? Mit Weiden bin ich jetzt nicht der große Experte, weil bei uns auf unserem Standort, der ja ein bisschen trockener ist, vor allen Dingen die Pappeln sich hervorgetan haben. Klassisch haben wir da viel mit Hybride 275 und mit den Max-Klonen gearbeitet, die sehr ertragreich, sehr solide sind. Die Artenvielfalt ist glücklicherweise in den letzten Jahren viel größer geworden. Wir haben bei uns auch neue belgische Sorten zu stehen, Baccan, Marke, Scardo, Matrix und auch wäre auch eine wichtige neue Sorte. Sprich, wir haben auf unserer Fläche inzwischen 17 verschiedene Pappelsorten zu stehen. Also auch da ist eine gewisse Artenvielfalt zu sehen. Gut, danke schön. Noch eine Frage zu den, ich nenne es mal Basics, wodurch entstehen die genannten bis zu 25% Ernteverlust bei der Lagerung? Ja, das sind ja eigentlich im Masseverluste, weil die entstehen, weil das Holz, wenn Sie das ernten, selbst wenn Sie es im Winter ernten, enthält 50-60% Wasser. Wenn Sie das dann, diese Hackschnitzel in einem großen Lagerhaufen, das ist immer die einfachste, kostengünstigste Variante, aufschütten, erwärmt sich der Haufen sehr stark durch mikrobiologisch-chemische Prozesse. Also Sie haben da die Restatmung der Zellen in der Rinde, die Sie ja miternten. Und ich sage mal, erste chemische Abbauprozesse, aber natürlich auch Mikroorganismen, die dafür sorgen, dass der Haufen sich innerhalb kürzester Zeit auf 60 Grad erwärmt. Und das ja in den nächsten, ich sage mal, 12 Wochen trocknet das Haufwerk dann zwar auch, aber gleichzeitig haben Sie über diese Prozesse eben, wenn das ungünstig läuft, eben bis zu 25% Verlust. Gut, danke schön. Das war eine, glaube ich, einleuchtende Antwort. Es gab noch eine Frage, die wurde, glaube ich, schon beantwortet im Chat. Wie hoch sind die Wärmegestehungskosten bei der 500-Kilowatt-Anlage? Da hat Herr Wolfram Kudelich schon geantwortet. Ich glaube, das ist soweit. Na, das kann ich höchstens noch ein bisschen untermauern. Also 2 Cent erreichen wir mit unserer Anlage nicht. Das hängt natürlich immer von den gesamten Rahmenbedingungen ab. Aber mit unserem System liegen wir bei etwa 5 Cent. Und ich sage mal, in letzter Zeit waren die Gaspreise ja eher freundlich für den Endverbraucher. Ich habe 6 Cent bezahlt bei diesem freundlichen Preis. Also mit den 5 Cent, die wir bezahlen, rechnet sich das für uns in der Zukunft. Okay, dankeschön. Noch eine Frage, die um die Eignung der Hölzer für verschiedene Zwecke geht. Würden die Hölzer aus diese schnell wachsenden Gehölze sich auch für den Hausbau eignen? Eher nicht, soweit ich das weiß. Ich meine, früher hat man das auch als Bauholz mitverwendet. Da ist, ich sag mal, das Wissen auch ein bisschen verloren gegangen, denke ich mal. Ich sag mal, wo man es wiederfindet, ist zum Beispiel bei Sperrholz, was aus Pappel gemacht wird, oder wenn es darum geht, irgendwelche leichten Verpackungshölzer oder so zu haben. Aber im Hausbau klassischerweise findet man es eher nicht. Höchstens indirekt. Ich kann aus diesem Pappelholz oder Weidenholz natürlich einen super Dämmstoff machen und den dann für Dämmstoffe verarbeiten. Wir haben noch die Robinie. Die Robinie ist natürlich ein für den Außenverbau sehr gut geeignet, aber aufgrund seiner meist nicht geradschaftigen Stämme sind jetzt Erzeugung von Brettern und so nicht so unbedingt die erste Wahl, aber
für Spielplätze zum Beispiel und so weiter ist die Rubine eine sehr gute Baumart. Das stimmt, da kann ich gleich nochmal einhaken. Also es ist eigentlich ein super spannender Baum, über den wir noch nicht so viel wissen. Ich meine, der ist in Deutschland ja, ich sag mal, als gepflegte Baumkultur nicht so vertreten. Wir reden immer so von der einen Rubinie, die wir haben. Dabei gibt es da auch eine riesen Sortenvielfalt. Ich weiß, in Ungarn läuft da viel mehr Forschung zu Rubinien. Da gibt es angeblich auch Sorten, die eben so entsprechend gradschaftig wachsen, dass ich das als Bauholz einsetzen kann. Und ich sag mal, wenn man an der Stelle vorankommt, ist Rubinie beachtenswertes Holz, weil es extrem, ich sag mal, verrottungsstabil ist. Deshalb wird es eben momentan vor allen Dingen, ich sag mal, in der Landwirtschaft für irgendwelche Zaunpfeiler oder so eingesetzt. Die brauche ich nicht mal irgendwie behandeln und das Holz bleibt dort lange als Pfosten stehen. Ja. Vielleicht noch eine Frage, die sich mir stellt. In diesen Agroforstsystemen begegnen sich ja Dauerkulturen und Feldfrüchte unmittelbar. Was heißt das für den Landwirt, der so anbaut? Was ist da zu beachten im Hinblick auf Fruchtfolgen beispielsweise? Herr Böhm, hätten Sie dazu eine Antwort? Ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man die Gehölze bewirtschaftet. Wenn man das jetzt in diesem kurzen Umtrieb bewirtschaften würde, so alle 3 bis 5 Jahre erntet, muss man im Jahr der Ernte darauf aufpassen, dass man möglichst keine Winterfrucht anbaut, um dann eben mit den Maschinen da keinen Schaden zu erreichen auf dem Feld. Dann ist noch, wenn die Bäume größer werden sollten, also wenn man jetzt nicht im kurzen Umtrieb bewirtschaftet, sondern vielleicht im mittleren Umtrieb, die also vielleicht 15 oder bis sogar 20 Jahre stehen lässt, die Bäume werden dann also um die 20 Meter vielleicht hoch, dann entsteht natürlich Beschattungseffekte. Und da wäre es dann auch nochmal interessant, welche Feldfrüchte man ja einsetzen kann. Es ist also sinnvoll, in den Randbereichen dann Feldfrüchte einzusetzen, die vielleicht Halbschatten oder sogar Schatten ertragen können. Das sind nochmal Überlegungen, die man dann anstellen kann. Man kann also relativ stark variieren, kombinieren und auch standörtliche Unterschiede eigentlich ganz gut ausreizen. Indem man diese streifenförmigen Systeme hat, kann man eben trotzdem noch mit entsprechender Technik auch arbeiten und bewirtschaften, selbst wenn die Streifen relativ schmal sind. Ja, danke schön. Sie sprachen vorhin in Ihrem Vortrag die Resilienz der Systeme an. Wäre Züchtung da? Herr Pitzenka hat ja verschiedene Klone erwähnt, die es bereits marktverfügbar gibt. Wäre Züchtung da noch eine Option, sich besser auf den Klimawandel einzustellen, noch Wasser weniger in Anspruch nehmende Pflanzen zu haben, die man als Dauerkulturen einsetzen kann? Also genauso wie man das bei den Ackerkulturen ja auch macht und über viele Jahrzehnte gemacht hat, macht natürlich auch Sinn, bei den Gehölzen da nochmal in Forschung auch zu investieren. Es gab vor einigen Jahren da schon Forschungsprojekte dazu, gerade in Bezug Pappel und auch Rubinie, auch bezüglich Weide. Und das ist natürlich, da wird das in die Züchtung auch dort noch in den Anfangs- und den Kinderschuhen steckt, ist da noch viel Arbeit aus meiner Sicht notwendig. Wir hatten jetzt auf einem sehr trockenen Standort sogar Weide angebaut, eine Sorte, die sehr trockenheitstolerant ist. Ich bin mal gespannt, wie es ist im zweiten Jahr. Also im ersten Jahr sah die sehr gut aus, konnte von der Höhe mit den Pappeln mithalten. Und bin ich mal gespannt, wie die weiteren Jahre sich so entwickelt. Also auch da passiert einiges, aber es ist natürlich noch Luft nach oben. Wie bei vielen Dingen, die man auf dem Schirm hat, aber eben noch nicht vollständig beforscht hat, beispielsweise. Noch eine letzte Frage an wen auch immer von Ihnen beiden. Wenn ich jetzt Landwirt bin und habe mich jetzt von diesen Vorteilen eines Agroforstsystems überzeugen lassen, ab wann rechnet sich sowas? Ist das eine Frage der Fläche oder ist das eine Frage des Standorts? Ja, kann ich vielleicht noch was kurz dazu sagen. Also die Frage des Rechnens ist tatsächlich immer so ein bisschen betriebsindividuell abzuschätzen. Also ich kann jetzt nicht ganz allgemein sagen, das rechnet sich. Hängt davon ab, was baue. Also wenn ich jetzt die Holzkomponente betrachte, die für die Betriebe die neue Komponente ist, ist erstmal die Frage, wie vermarkte ich das? Also will ich das Holz auf dem Großmarkt anbieten? Das sieht aktuell wieder besser aus, aber für Hackschnitzel war es in der Vergangenheit kein guter Markt. Will ich die aber zum Beispiel selbst verwerten in einer eigenen Anlage, dann sieht die Wertschöpfung wieder viel besser aus. Dann kann ich mir auch überlegen, ob ich eine Mehrfachbodennutzung mache. Also Hühnerhaltung zum Beispiel in solchen Pappelanlagen wird immer beliebter. Das heißt, ich kann die Fläche einmal nutzen, um Tiere zu halten, die dann geschützt dort ihr Lebensraum haben. Und gleichzeitig kann ich aber eben noch das Holz nutzen.
Ich habe eine weitere wichtige Komponente, sind eben die Umweltleistungen, die in der normalen betriebswirtschaftlichen Berechnung gar nicht reingeht, aber was ganz wichtig ist. Also wenn ich zum Beispiel meinen Boden vor Erosion schützen kann, dann habe ich ja einen ganz, ganz wesentlichen, auch betriebswirtschaftlichen Erfolg erzielt, der so in die Berechnung gar nicht eingeht und der trotzdem dazu führt, dass ich langfristig meine Bodenfruchtbarkeit erhalten kann. Also von daher rechnet sich das aus meinen Augen unbedingt. Die reine betriebswirtschaftliche Kalkulation hängt natürlich dann auch von Faktoren Vermarktung, Preise und so weiter ab. Und da ist es eben einfach wichtig, dass der Betrieb den für sich günstigen Vermarktungsweg findet. Der ist vorteilhafter sicherlich, wenn er regional läuft. Aber das kann man so verallgemeinern, wie gesagt, verallgemeinern kaum sagen. Ja, herzlichen Dank. Ralf, möchtest du noch was ergänzen? Na, ich würde das nochmal vielleicht mit einer betriebswirtschaftlichen Zahl nochmal ergänzen. Klar, das Ganze hängt unheimlich von den Rahmenbedingungen ab, die der Landwirt vorfindet. Wenn er natürlich allein auf weiter Flur ist und dort seine Hackschnitzel produziert, dann ist es sicher schwerer, die Hackschnitzel zu vermarkten. Ich sage mal, wenn irgendwo ein Biomasseheizkraftwerk in der Nähe ist, sieht das wahrscheinlich schon anders aus, gerade mit den, ich sage mal, jetzt aktuell wieder und wahrscheinlich auch längerfristig steigenden Hackschnitzelpreisen. In den letzten Jahren sah das eben ja nicht so gut aus, weil mit dem vielen Schadholz aus den Wäldern ja da einfach ein Überfluss an Holz da war. Aber das hat ja immer ein Auf und Ab, beziehungsweise momentan scheint es sich ja wirklich zu wandeln. Die betriebsinterne Nutzung ist natürlich immer die, ich sag mal, wirtschaftlich die beste Option. Auch viele, ich sag mal, Landwirtschaftsbetriebe oder, ich sag mal, regional gibt es ja Nahwärmenetze, die ich denken, aufbauen kann oder vielleicht auch schon vorfinde, wo ich meine Hackschnitzel hinliefern kann. Und da steht dann für den Landwirt, ich sag mal, ein energetischer Gegenwert pro Hektar. Und ja, der erntet von, ich sag mal, 4000 Liter Heizöl. Da, wenn ich das in Geld umrechne, ist das eine ganz erhebliche Summe, was ich einnehmen kann, was ich ersetzen kann mit den Hackschnitzeln, sodass man eben auf der Basis eben gucken kann, wo lohnt sich das am meisten für den Landwirt, die einzusetzen. Ja, ganz herzlichen Dank. Die Zeit ist wieder mal weit überschritten. Ich bedanke mich trotzdem für die Beantwortung dieser Fragen, die aus dem Chat oder auch von uns in der Vorbereitung entwickelt wurden. Ganz herzlichen Dank an unsere beiden Referenten. Ich möchte Sie entlassen, alle Teilnehmer, und schon mal hinweisen auf die nächsten Veranstaltungen, die wir in unserer Bread Button by Economy Lunch Talk Serie haben. Der nächste Termin wäre der 1. Juni. Da geht es um für uns ein Evergreen, nämlich Biogas. Für uns ein ganz zentrales Element in der Kreislaufwirtschaft im ländlichen Raum und nicht nur da. Und am 15. Juni stellen wir die digitale Transformation auf dem Feld in den Fokus. Ist neue Hightech auf dem Feld, in der Landwirtschaft? Ist das tatsächlich ein Treiber für eine nachhaltigere Biomasseerzeugung?